Herzlich willkommen zurück zu Yokai Watch 2. Wir gehen jetzt der Questmarker nach, die wir uns letztens markiert haben. Und zwar gehen wir zu Meister Zen, glaube ich, war das. Mit Krachbeng Fusion. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann auch noch am Yokai Marten vorbeikommen. Da können wir noch die blaue Münze reinwerfen. Und in der Nähe des Yokai Marten gab es, glaube ich, eh noch was, was ich holen sollte. Ne? Da gibt es eh noch eine Münze, glaube ich. Eine Auswahlmünze, die ich hätte bekommen können. Die ich irgendwie nicht geholt habe. Ich halt. Ich glaube, wir kommen Richtung Blütenbühl. Ja, aber oben an der Schule war doch... Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt erstmal zum Yokai Marten hoch. So einfach ist das. War doch hier lang, ne? Nein. Ach, diese... Huch. Hier, der Bär wieder. Das ist doch wieder die Labernase, oder wie heißt, hieß er. Die ich mir nie angehört habe. Die mal ewig labern. Aber mit dem muss ich ja mal labern, sonst ist der immer wieder ein Bär. Labernase, genau. Was geht, Labernase? Wie geht's, wenn du machst Kohle? Hey, du sollst, gib schnell rüber oder sowas sagen. So, ich kann dir Tricks machen. Willst du hören, wie man mehr Kohle macht? So, warte mal, das drücken wir eben durch, weil... Das sind Tipps, die kennen wir alle schon. Aus 1. Und wenn ich das nicht durchlaufe, ist Labernase gleich wieder ein Bär. Und dann ist der immer wieder da. Und wenn ich dran vorbeilaufe, habe ich immer wieder den Drang, den zu verwandeln. Und wenn ich das, bis ich den dann nicht angequatscht habe, wird der sich immer zurückverwandeln. Schrecklich. So. Jetzt gehen wir hier nochmal zum Yokai Man. Hier beim Schrein, ne? Ich bin stolz auf meine Talismane. Du hast nur Talisman. Du bist ja auch der Talisman. Mir wurde das in die Kommentare geschrieben, was da war. Ein Euro in die Kiste werfen. Okay. Wenn ich noch einen Euro reinwerfe. Was? Du hast heute schon deine Gabe dargeboten? Okay. Hier ist noch jemand. Hey du. Das ist Herr F. Ich glaube, der stand in den Kommentaren. Bist du nicht neugierig, was der Kapselautomat beim Heiligen Baum soll? Nicht wirklich? Das Ding ist ganz schön seltsam. Es nimmt gar keine normale Münze an. Ein Moment. Ich rieche was. Es riecht ein bisschen wie meine Fürze. Es riecht wie ein Foto, das mit der Yokai-Kamera gemacht wurde. Es ist kein knochiger Gespenster oder kräftiges Seelenbild. Es ist überhaupt nicht von Yokai Watch 2. Riecht wie ein Yokai-Kamera-Foto aus Yokai Watch. Hast du ein Foto, das im ersten Teil von Yokai Watch aufgenommen wurde? Ja. Dann lass mich mal sehen. Ah, oh, das ist ja... Warte mal, du hast ja gar keins und ich war schon so aufgeregt. Was zum... Ich war so enttäuscht, dass mir entfleucht ist. Die Fotos, die du machst, musst du auf deiner SD-Karte speichern. Und das Foto muss in den letzten 2 Stunden gemacht worden sein. Warum, fragst du? Damit es nicht sein frisches Aroma verliert. Ich gebe dir was, wenn du eine Yokai-Kamera... Okay. Mach ich gleich. Das hole ich gleich tatsächlich nach. Ich gehe jetzt erstmal zum Heiligen Baum und werfe meine Münze rein. Ich habe sogar 2. Einmal die rote Münze... ja, und die blaue. Und ich glaube, 3 kann man reinwerfen oder wurde das rausgenommen? Hey, eine kleine Kugel. Kommt halt nicht immer ein Yokai raus, ne? Und ich will die Münze, die er hat, will ich haben. Und deswegen werde ich das gleich mal eben machen. Erdamulett. Nicht schlecht. Not bad. Und ich weiß, ich glaube, hier ist ein Aokai, ne? Damit man eben speichern kann. Das mache ich aber nicht in der Aufnahme, das Bild. Ah, oh, habe ich Yokai Watch 1 überhaupt noch auf dem 3DS? Ich weiß es gerade gar nicht. Scheiße. Okay, speichern wir mal eben und ich gucke. So. Speichern, ja. Schauen wir mal eben. Bis gleich.
So, ich bin zurück. Ich habe tatsächlich gerade ein Foto in Yokai Watch 1 gemacht. Ich habe das als Cartridge und nicht mehr als Download. Das war mein Glück, weil ich glaube, als Download hätte ich das schon gelöscht gehabt. So. Ich hoffe, das Foto sieht man gleich nicht. Man macht ja immer selbst von sich ein Foto. Oh, das ist ja, das riecht definitiv nach der Yokai-Kamera aus Yokai Watch. Na je, bei aller Aufregung ist mir doch glatt einer rausgerutscht. Hier, die kannst du in die Kapselmaschine stecken. Vielen Dank. Oh, die Spezialauswahlmünze. Da kommen coole Yokai raus. Da, 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 da. Zum Glück hat man das Foto nicht gesehen. Hätte man mich gesehen. So. Wäre auch nicht so schlimm gewesen. Das Foto sah eigentlich ganz gut aus. Spezialmünze. So, Noko, Buchin. Ach, Buchinian ist ja knuffig. Komasan. Ich will Buchinian. Buchinian hat gewonnen. Komasan auch immer All-Time Favorite. Aber den nimmt jeder. Noko lame. Buchinian ist knuffig. Es ist leer. Bist du sicher, dass hier wirklich ein Yokai drin ist? Du kannst wirklich nicht alles glauben, was mir bei dir erzählt. Schaust du genau. Ui. Nya, 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 nya. Ich bin Buchinian, ja. Du bist total durcheinander. Du hast dich mit Buchinian angefreundet. Buchinian? Nicht Buchinian. Buchinian. Okay. Ist Buchinian jetzt Whisper und Chibanian zusammen? Eine Freude, dich kennenzulernen. Sehr freut. Aber. Ah, da sind sie. Okay. Meine Güte, ich war mir nicht sicher, was passieren würde. Ich bin gar nicht durch den Wind so hineingezogen zu werden, Jan. Oh, es war Buchinian. Wenn du die Yokai-Modelle benutzt, müssen wir uns bündeln, aber. Wer? Das war sehr verwirrend. Ah, ich habe jetzt Buchinian. Buchinian. Ich hätte ihn Buchinian genannt. Egal, wir gehen gleich auf jeden Fall mal zu Aokai und packen Buchinian in unser Teamchen. Macht er jetzt noch was? Hey du, hm? Bist du nicht neugierig, was er... Nö, nicht wirklich. Ja... What? What? Moment. Hä? Wieso kann ich denn noch eine nehmen? Will ich jetzt Komasan mitnehmen? Danke, dass du mich gewählt hast. Habe ich jetzt beide? Ist das so gedacht? Wait. Wieso habe ich denn... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist mir zu viel. Egal. Komasan und Buchinian. Easy. Ja, dann kann ich mir doch ein reines Charmanter-Team machen hier.
Schon fast. Wo Buccinian ist. Oh, doch, Buccinian ist charmanter. Charmanter? So. Baku ist auch charmanter. Was ist denn. Komastan ist auch charmanter? Nein, 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 nein. So, ich würde, glaube ich, Opa Gusto haben als Healer. So. Okay. Nehme ich so? Ich weiß nicht, ob das so intended war. Ob ich da jetzt einen. Keine Ahnung, egal. Ich nehme es so. Gerne. Ich habe sogar noch Klugel. Eine, glaube ich. Die irgendeiner bekommen kann. Hier Level 1 Buccinian. Das Buccinian Level 3. Buccinian. Mein Gott. Wieso nennt man denn den Buccinian und nicht Buccinian? So. Keine Ahnung, ob das so intended ist. Aber ich beschwere mich nicht. Ich meine, ich habe Komastan. Noko, okay, hätte ich auch noch genommen. Aber Noko hätte ich eh nicht ins Team aufgenommen. Ich habe die beiden, die am coolsten sind. Oh, shit. Nicht über Rot laufen. Ich will nicht mit dem Dings Oni kämpfen. Denn der klatscht mich. Ziemlich hart. So. Herr Flügges hat. Hier geht irgendwas ab. Das Fahrrad? Ah, falscher Knopf. Nein. Da ist was. Ah, eine Tür. Gehen wir doch mal direkt da rein, wa? Wir müssen ja noch vier machen. Rinder. Ich bin gespannt, was das ist. Ich hoffe auf den Kampfraum. Dann kann ich die neuen Yokais ausprobieren. Oh. Wir sind bei irgendjemand zu Hause. Bizarraum. Was ist hier los? Okay. Okay. Wasch dir aber auch ja die Hände, während du unten bist, Nefi. Wenn du sie gründlich gewaschen hast, kannst du nach oben kommen. Okay. Ja. Ich muss mir unbedingt gut die Hände waschen. Hast du die Hände schon gewaschen, Nefi? Oh, eine Sache noch. Es gibt oben kein Badezimmer. Solltest du das dort unten benutzen? Okay. Doppelspüler, Einfachspüler. Lieber auf Nummer sicher? Da kann ich mich hier. Was? Nee, jetzt muss ich mir wieder die Hände waschen. Ah, nee, muss ich nicht. Okay. Nimm dir auf die Stelle was, wasch deine Hände. Ja, ich wollte doch. Zeit zum Händewaschen. Super. Okay, jetzt kannst du hochkommen. Okay, Katie. Hallöchen. Verzeih, dass ich dich da unten so herumkommandiert habe, Nefi, aber durch das Befolgen meiner Anweisung bist du viel reifer geworden. Nun, du siehst fast aus wie mein Märchenprinz, der Mann meiner Träume. Vor allem durch das Einfachspülen da unten, so kultiviert, so zurückhaltend. In diesem neuen Licht betrachtet, finde ich es okay, wenn du dies hier hast. Hier, Nefi. Was? Was passiert hier? Okay, ich bin der Mann ihrer Träume. Zweimal Portalkugeln? Ja, geilo. Das heißt, ich muss einen weniger machen. Wo lande ich jetzt? Ist klar. Du bist doch gar nicht in den Laden reingegangen. Wieso bist du denn jetzt da rausgekommen?
So. Oh nein. Ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet. Okay, weiter. Jetzt bin ich voll woanders. Nee, bin ich nicht. Ach shit, hier kommt man nicht durch. Lass mich dahin. Wie komme ich dahin? Die Kiste. Oh, das Spiel mobbt mich. Egal, lass mir die Kiste erstmal da der Kiste sein. Ja, Flügges Haus ist auch ein Ding. Aber das ist nur abgeschlossen, ne? Ah, ja, da waren wir auch drin in 1. So viele Orte, die man schon kennt. Ist eigentlich cool. Mit dem Tempel haben wir ja damals den Drachen bekommen, ne? Mit der Kugel. Stopp. Stopp. Was geht hier ab? Kann ich hier irgendwie rüber? Da ist ein Treppchen. Und Treppchen heißen, du kannst da hoch. Oh, shit. Man kann hier runter. Okay, Katze weg. Geh mal aus dem Weg, Katze. Da will ich runter. Katze, geh weg. Oh, nee. Ich war doch erst beim Yokai-Maten. Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ah, shit, wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier? Katze, geh weg. Ah, da. Okay. So. Ab in den Tempel. Über die Katzen hier. Genau. Hier ist die Kugel. Die da allerdings auf hatte. Der Drache. Aber der ist nicht mehr da. Ist das der Yokai, den du dir... Ist das der Yokai, den du dir dafür ausgesucht hast? Dafür? Wofür denn? Meinen sie damit? Was meinen sie damit? Aha, na die Yokai-Fusion natürlich. Oh, das! Man kombiniert einen Yokai mit irgendwas und bumm ist er stärker. Eigentlich Krachbumm, wenn man es ganz genau sein will. Aber ja, stimmt. Du hast ja schon Yokai-Freunde dabei. Willst du es gleich mal ausprobieren? Wenn Yokai mit Items vereint werden, entstehen neue, stärkere Yokai. Ich zitter schon richtig vor Aufregung. Lass es uns versuchen. Diese bitte annehmen. So ist es richtig. Fangen wir gleich mit dem Fusionieren an. Nein, wie unachtsam von mir. Was ist denn? Man kann Yokai ehrlich gesagt nur mit bestimmten Items vereinen. Ich könnte zum Beispiel Ouchi mit etwas fusionieren, wenn er hier wäre. Ah, wenn das so ist, meinen Informationen zufolge ist Ouchi an mehreren Stellen im Blütenblut anzutreffen. Der Geheimweg beim Tempel des wahren Pfades ist auch vielversprechend. Halt, Moment noch, mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Was denn noch? Wenn ihr mit Ouchi kämpft, versucht ihm einen Bonbon zu geben. Das ist ja eine Leibspeise, vielleicht wird er dann schneller dein Freund. Es gibt einen Süßwarenladen im Blütenblut, da gibt es Bonbons. Verstehe, nun gut, bereiten wir uns vor und fangen mit der Suche an. Okay, Krachboom-Fusion. Müssen wir auch noch Geld investieren, damit wir den doofen Yokai finden hier. Oh, das ist ein Loch. Ah, das ist der Geheimweg, ne? Ja. Süßigkeitenladen in Blütenbühl. Aha, na, 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 Sumi. Süßkram war oben, genau. Ich erinnerte mich gerade, dass da oben, als ich da lang gegangen bin, ja ein... Ach, verdammt, ein Laden mit Süßkram war. So. Oh, was? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man die Dose wegtritt. Kaugummi. Ist jetzt kein Bonbon, aber... Wie cool ist das denn? Ich will nur noch diese Dose rumkicken. Ich will nichts anderes mehr machen. Ich wurde beseelt, Leute. Ist hier ein Mülleimer, wo ich dann reinkicken kann? Hier ist halt auch kein Mülleimer, ne? Hm. Okay, wenn hier ein Mülleimer gewesen wäre, hätte ich versucht, den da reinzukicken. Aber da ist keiner. Voll schade. Deswegen lasse ich den Müll lieber liegen. Wait, nein, lass den Müll nicht liegen. So. Oma Süßkram. Hier ist ein Yokai on the run. Ah, das Bärchen mit der Labernase. Labernase, du Labernase. Ich spam dich wieder durch, damit du mir nicht auf den Sack gehst.
10-Cent-Kaugummi schon wieder. Ich habe bei der 3x-Lotterie wieder nur seinen Trostpreis gekriegt. Dabei habe ich alle meine Ersparnisse da reingesteckt. War dann Spaß. Sag mal, würdest du gerne von meiner Lotterieerfahrung profitieren? Klar. Also brauchst du ein Lotterielos, Oma Ilse, Käferfang, 3x-Lotterie, sonst ändert man wie ich und kriegst 10-Cent-Kaugummi. Du erklärst mir einfach nur, wie die doofe Lotterie funktioniert. Okay. Okay, und ich will das einfach wirklich nur durchhaben, weil die Labernasen nicht aufhören zu reden. Oh mein Gott. Mein Kind, willst du was Süßes kaufen? Süßigkeiten. Ich habe kein Geld, oder? Ich habe Geld? 4 Euro. CS Bonbon. Gib mir 5. Gib mir Lotterie los. Ziehen. Preise ansehen. Aha. Die großen Sachen da oben sehen schon sehr interessant aus. Die letzten nicht so. Aber die Ente, das ist ja... Ich habe keine Lotterie los. Okay. Dann gehen wir mal zurück zum Tempel. Und im nächsten Part gehen wir dann auf die lange Suche nach Auchi. Ich weiß gar nicht, ob die lang wird. Ich weiß gerade gar nicht, wie Auchi aussieht. Ist Auchi neu? Auchi erinnert mich irgendwie an ein Pflaster. Oh, nee. Immer wenn mir das passiert, bereue ich's. Okay, Temple. Dann gehen wir jetzt hier rein, speichern nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Yo-Kai Watch 2. Wenn wir uns dann auf der Suche nach Auchi begeben mit unserem krassen Koma-san, Buchchinian und Jibenian-Team. Ich bin da schon irgendwie stolz drauf. Ein reines Katzenteam fast. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.